Gut, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Vorweg gesagt, ich erlaube mir heute auf Deutsch zu sprechen. Das Paper wird aber auf Englisch sein. Nun, Eberhard hat das ja angedeutet, trotz aller archäologischer Bemühungen sind Troja und die Geschichte von Troja in vielerlei Hinsicht ungeklärt. Und Troja ist im Grunde genommen sinnbildlich für die Forschungslage rund um den ganzen Nordwesten Kleinasiens, dessen Hintergrund massive Fragen aufwirft. Eines der Probleme besteht meines Erachtens darin, und nicht nur meines Erachtens, sondern auch nach Auffassung der Archäologinnen und Archäologen, dass die Situation im benachbarten Westen bzw. Nordwesten Trojas in ganz unterschiedlichen Wissenschaften, also Linguistik, Archäologie, nur ungenügend geklärt ist. Konkret reden wir heute also über Ostthrakien bzw. über den Südbalkan und seinem Verhältnis zu Troas bzw. Nordwestanatolien. Ihr habt hier diese Region auch markiert mit dem roten Kreis. Ich will im Grunde genommen heute nichts sehr Spektakuläres tun. Ich will nur versuchen, ausgewählte Daten ganz unterschiedlicher Disziplinen zusammenzuführen und damit das Umfeld von Troja und der Troas näher zu beschreiben. Ich werde heute keine endgültigen Antworten liefern können und auch sind keine Antworten zu erwarten, aber ich werde versuchen, einige Präzisierungen, allenfalls Ergänzungen vorzunehmen. Da wir uns an einem archäologischen Kongress befinden, sollen die Erkenntnisse der Archäologie jetzt bei mir den Anfang machen. Für unsere Frage relevant sind im Grunde genommen Epochen, in denen wir eine verstärkte Interaktion von Nordwestkleinasien mit den benachbarten Gebieten des Südbalkans feststellen. In diesen Epochen besteht die Möglichkeit, dass neue Kulturen und Populationen nach Kleinasien gelangen. Deren Kenntnis könnte dann wiederum dazu beitragen, die Entwicklung von Trojas und Nordwestkleinasiens besser zu deuten. Ich muss aber fairerweise nachtragen, dass natürlich nicht nur dynamische Perioden Wandelerscheinungen mit sich bringen, sondern auch Perioden, wo die Archäologie gar keine Wandel aufzeigt. Konkret sind dies jetzt aus unserer Sicht zwei Epochen, in denen wir einen intensivierteren Austausch zwischen Thrakien, Südosteuropa und der Troas, Nordwestkleinasien, feststellen. Erstens, sehr vereinfacht gesagt, die spätneolithische Periode, 6000 vor Christus, und vor allem dann die kalkolithische Periode, eneolithische Periode, da reden wir von einer Zeit von 5800 bis 4000 vor Christus. Und zweitens, die spätbronzezeitliche beziehungsweise früheisenzeitliche Periode, ungefähr 1200 bis 1000 vor Christus, allenfalls auch ein wenig später. Ich werde heute also einen Bogen von 3000 Jahren ziehen und will die beiden Epochen im Folgenden aus archäologischer Sicht ganz kurz besprechen. Wenn wir auf Spätneolithikum oder das Kalkolithikum kurz eingehen, dann sind auf dem Balkan die Karanova- und Vinča-Perioden von Belang, in Nordwestkleinasien die Kulturen in den Fundstellen vor allem von Fikir Tepe, der Yarimburgarz-Höhle und von Ilpinjar, also Regionen rund ums Marmara-Meer. Hier auch jeweils rot markiert. Vor allem die Phase 5 in Ilpinjar und Yarimburgarz 3 zeigen im mittleren Kalkolithikum, wir reden eine Zeit 5000 vor Christus, einen sehr deutlichen Bruch, das Aufkommen neuer Keramiktypen und entsprechend starke materielle Übereinstimmungen mit dem Balkan und mit Südosteuropa. Statement hält sinngemäß, ihr habt das Zitat auch auf der Folie obendrauf, fest, dass diese keramischen Ähnlichkeiten zwischen Anatolien und dem Balkan nicht exakt sind, das heißt, sie scheinen keinem Import zu entsprechen. Es ist wahrscheinlicher, dass all diese Techniken und Stile auf eine Interaction Sphere, eher zurückgehen als auf einen intensivierten ökonomischen Austausch.
Das ist ein wichtiger Punkt. Und ebenso wichtig für uns später wird es sein, dass zu Beginn des vierten vorchristlichen Jahrtausends diese Interaktionssphäre ein Ende hat. Die Übereinstimmungen also enden um 4000 vor Christus. Ich gehe nachher nochmal drauf zurück. Wie vorher gesagt, 3000 Jahre später ist eine weitere Epoche dieses anatolisch-balkanischen Kontakts zu Ende der Bronzezeit bzw. zu Beginn der Eisenzeit festzustellen. Reden wir von Troja 7b2 um 1020, so gibt es eindeutig Spuren der Ankunft neuer Bevölkerungsschichten. Ich habe hier Knilla zum Beispiel zitiert, there's a general agreement about migration from Thrace to Troy 7b2. Die folgende protogeometrische Phase, das heißt 1050 bis 900 vor Christus, ist in Troja, wie wir heute wissen, durch wenig Besiedlung gekennzeichnet, durch sehr viel autochthone Bevölkerung und durch Kontinuität und Lokalität. Troja wird danach also relativ provinziell. Ist auch eine neue Erkenntnis. Ebenso klar wissen wir heute, dass der Übergang von Troja 7b2 zu Troja 6 sich nicht mit ähnlichen Entwicklungen auf dem anatolischen Plateau vergleichen lässt. Wir können also die Entwicklung nicht über einen Kamm scheren. Wenn man Bogaskoi nimmt, dann verlassen die hethitischen Eliten die Stadt schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts. Wenn wir das phrygische Gordion nehmen, so endet der hethitische Einfluss gegen Mitte des 12. Jahrhunderts vor Christus. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts in Gordion entsteht dann eine Kultur, die aus Einheimischen und Zuwanderern besteht, die wirtschaftlich sich relativ konservativ verhalten. Gegen Ende der Früheisenzeit um 900 vor Christus gibt es dann in Gordion einen rasanten Aufschwung und eine Bautätigkeit und am Ende steht gegen 850 die Monumentalarchitektur und die sechs bekannten Tumuli. Und auch diese Chronologie ist neu, entspricht auf Isotopenberechnungen, die 2018 veröffentlicht worden sind. Soweit die wesentlichen archäologischen Daten. Die Frage ist nun, wie lassen sie sich interpretieren für beide Perioden, also Chalkolithikum und dann Übergang Bronzezeit, Eisenzeit. Diese Frage lässt sich einigermaßen, denke ich jetzt mal, mittels ergänzender Daten näher beleuchten. Wir haben in der indoeuropäischen Sprachwissenschaft seit einiger Zeit die Tradition, auch phylogenetische Methoden, also mathematische Methoden aus der Biologie importiert anzuwenden. Und ich will jetzt nicht auf das Detail eingehen, wie die funktionieren von Rinch und anderen, aber das neueste Modell von Chang, und das relativ weit akzeptiert ist, es sei denn, ich täusche mich, aber mir scheint es weit akzeptiert, postuliert, dass der anatolische Sprachzweig sich von der indoeuropäischen Sprachgemeinschaft um ca. 4500 vor Christus hier rot markiert abgespalten hat als erstes. Das ist also das verfeinerte Modell von Chang aus dem Jahr 2015, das bis jetzt, denke ich, Geltung hat. Es gibt einen zweiten Forschungszweig, der, denke ich, unsere, also indoeuropäische Forschung auch stark beeinflusst im Moment, das ist die Archäogenetik. Und auch hier kommt man seit 3 Jahren ungefähr massiv weiter. Die archäogenetische Untersuchung des europäischen Genpools und seiner Frühgeschichte zeigt nämlich immer komplexere Konstellationen. Was nun unser Thema betrifft, den anatolischen Zweig des indoeuropäischen, so ist dieser offenkundig und fast unweigerlich auch das Resultat einer früheren Abspaltung von den Steppen Yamnaya. Der Grund ist der, dass in anatolischen seit dem Chalkolithikum, anders wie später in Europa und in den Steppen bei den Yamnaya, keine Bestandteile der sogenannten also EHG, Eastern Hunter Gatherers, vorhanden sind. Dafür viele Bestandteile der CHG, der Kaukasus Hunter Gatherers, also der Jäger und Sammler des Kaukasus und Bestandteile steinzeitlicher Bauern. Damgaard und andere in einer Publikation, die gerade letztes Jahr erschienen ist, sagen dementsprechend sehr klar, in Anatolia our samples do not genetically distinguish Hittite and other Bronze Age Anatolians from earlier Copper Age sample. Das heißt, was hier von den Steppen gekommen ist,
ist ziemlich stark aufgegangen im Bestehenden, beziehungsweise hat sich nicht unterschieden. Warum? All these samples contain a similar level of CAG ancestry, but not EHG. Also wie gesagt, dieser Eastern Herzegantrebet-Standteil ist nicht vorhanden bei den anatolischen Einwanderern und das zeigt eben oder weist eben auf eine deutlich frühere Abspaltung von den Yamnaya. Das Bild übrigens stammt von Anthony und zeigt auch hier von mir rot markiert nochmal diese erste Auswanderungswelle, die offenkundig jetzt eben auch seit 1,5, 2 Jahren durch die Archäogenetik deutlich bestätigt wird. Aufgrund dieser chronologischen Ansetzung wird die protoanatolische Schicht der Indoeuropäer auch mit der Kultur von Suvorovo und Novodanovskoje gleichgesetzt, die ungefähr, ihr habt sie hier auch markiert, um 4300 bis 3900 vor Christus im unteren Donaubecken sichtbar wird. Und Grund für die Ansetzung ist unter anderem auch die Art und Weise dieser Kultur. Man findet nämlich eine Nomadenkultur vor mit Kurgangräbern, was relativ bezeichnet ist. Weitere Hinweise für die Abspaltung der Proto-Anatolia vom indoeuropäischen Verbund zu dieser Zeit, also ich rede von einer Zeit von 4500 bis 4000 vor Christus, allenfalls 3800 auch, sind linguistisch das Fehlen einer Terminologie für den Wagen im Anatolischen, weil der Wagen ungefähr 4000 bis 3000 vor Christus erfunden worden ist. Wir haben im Anatolischen gar nichts, außer das Wort für die Deichsel, ist ja, denke ich, den meisten hier bekannt. Oder vielleicht ein bisschen weniger bekannt, Namensreste in den Palastarchiven von Nordsyrisch Ebla, die eine Stadt Armi bezeichnen, für die schon 2500 vor Christus eindeutig Namen anatolischen Ursprungs bezeugt sind. Also Namen wie Duduwaschu, Chashtilu oder Tarchili. Was eindeutig auch zeigt, dass wir hier einen Terminus antiquem haben. Das heißt, wir haben zwei Termini antiquem, die auf eine Zeit weisen, zusammen mit Archäogenetik und Phylogenetik, die ungefähr ja, eine Anwesenheit von Anatolien spätestens 3500 vor Christus in Anatolien ansetzt. Mein Fazit, wie gezeigt, besteht die Möglichkeit einer balkanisch-anatolischen Kulturzone zwischen 5000 und 4000 vor Christus. Diese Kulturzone wird vermutlich von traditionellen anatolischen Ackerbauern getragen worden sein, die sich seit dem Neolithikum nach Europa bewegen. Das heißt, nicht Indoeuropäer. Ich habe vorher betont, dass diese Kulturzone um 4000 vor Christus endet. Im Gegenzug sprechen unterschiedliche Daten dafür, dass die Proto-Anatolier vor 4000 vor Christus den indoeuropäischen Verbund verlassen haben. Es ist also meines Erachtens denkbar, dass es Proto-Anatolier waren, die um 4000 Anatolien über den Balkan infiltrieren und genau dann die Ursache sind, dass diese balkanisch-anatolische Kontaktzone unterbrochen wird. Soweit der Blick in den Nordwesten von Troja, der zumindest für die frühe indoeuropäische Ansiedlung allenfalls gewisse Hinweise gibt. Gehen wir nun zur zweiten Epoche über, in der die archäologischen Daten auf die erhöhte Dynamik zwischen Nordwestkleinasien und dem Südbalkan weisen, der ausgehenden Bronzezeit bzw. der Früheisenzeit. Es ist keine große Überraschung, dass in Nordwestkleinasien diese Epoche vor allem durch die Einwanderung der Phryger gekennzeichnet ist. Wie die oben schon erläuterte, verfeinerte Chronologie von Gordio nahelegt, tauchen die Phryger offensichtlich gegen Ende des 12. Jahrhunderts erstmals in Gordion auf. Eine neue Interpretation der hieroglyphischen Inschrift von Topada durch D'Alfonso, gerade vor einigen Monaten erschienen, könnte unsere Kenntnis der phrygischen Geschichte ergänzen. Die Inschrift handelt von den Taten des Königs Vasusarma, der nach dem Fall des Hethitischen Reichs in Zentralanatolien regiert haben soll. Die Paläographie der Zeichen weist auf einen Entstehungszeitpunkt der Inschrift zwischen dem 11. und 10. Jahrhundert. Für uns bezeichnend ist, dass der Einstieg der Inschrift einen kriegerischen Konflikt von Vasusarma mit einer Koalition aus einem
Land einer Region namens Prizunta oder Prizunta. Belegt, ich übersetze gleich, mir waren die Könige von Prizunta und 8 vorrangige und niederrangige Könige feindlich gesinnt. Die Identifizierung des Toponyms Prizunta war bislang umstritten, beispielsweise bei Hawkins. D'Alfonso schlägt nun ziemlich spektakulär vor, hinter Prizunta die früheste Nennung der Phryger, also der Phryges oder Phryges, zu erkennen. Diese Gleichsetzung hat einige Probleme. Ich gehe nur auf ein linguistisches Problem ein, nämlich die Namensform. Gehen wir davon aus, dass Phryges und Phryges primär ist, dann setzt die Gleichsetzung von Prizunta mit den Phrygern zweierlei voraus. Erstens die Suffigierung des Stamms, Prick mit einem Suffix Wand und im Luwischen, und zweitens die Palatalisierung. Die Suffigierung ist kein Problem, sie ist im Anatolischen häufig. Die Palatalisierung ist ein Problem. Und sie könnte auf zweierlei Arten gerechtfertigt werden. Wir haben im Phrygischen eine sekundäre Palatalisierung. Wir könnten also davon ausgehen, dass ein allenfalls Prickes ein Pritz ergeben hätte. Ist aber wenig plausibel, weil das Paradigma, der Paradigmenzwang dies beseitigt hätte. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Im Luwischen werden Velarraute vor W und U sekundär palatalisiert. Etwa Hieroglyphenluwisch Zuwan, der Hund aus Quan. Ein alatorisches Prickwand oder Prickhund hätte Pritz wahr werden können. Beide Wege sind denkbar. Aber wie gesagt, ich halte den zweiten für durchaus plausibler, der allerdings Implikationen hat. Denn er würde voraussetzen, dass der Begriff der Phryger bereits im zweiten vorchristlichen Jahrtausend ins Anatolische übernommen worden wäre. Und dies würde bedingen, dass wir eine gegenseitige Kenntnis oder Nähe zwischen Phrygern und Luwern hätten, die zumindest linguistisch denkbar ist. Denn wir haben auch andere linguistische Erscheinungen, die Phryger und Luwier durchaus teilen. Beispielsweise die Entwicklung eines langen Es zu Ä zu A oder auch die Aufhebung der Opposition stimmlos, stimmhaft bei Konsonanten. Ich gehe auf die Details nicht ein. Dass ein solches Nebeneinander durchwegs möglich wäre und zu einem zweiten vorchristlichen Jahrtausend in der Bronzezeit, hat Watkins schon seinerzeit einmal betont, als er von einem Kontinuum und einem konvergenten Sprachraum in Kleinasien gesprochen hat. Das heißt, und das ist mein Fazit, wenn wir in den Nordwesten von Troja blicken, sehen wir im Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen durchaus neue Erkenntnisse. Wir könnten im ausgehenden Kalkolithikum Hinweise auf die Ankunft der Proto-Anatolier ziehen und wir könnten in der Bronzezeit, in der ausgehenden, durchwegs nähere und eingehendere Einsichten zu den Phrygern gewinnen. Außerdem besteht die Möglichkeit eines schon längeren Miteinanders von benachbarten Phrygern und Luwiern. Was die 3000 Jahre zwischen den beiden Epochen betrifft, so bleiben die natürlich weiterhin unklar und ich gehe davon aus, dass wir beispielsweise auch zur Frühbronzezeit und Mellatz-Hypothesen heute noch einiges Näheres dazu hören werden. Herzlichen Dank.